einer kurzen Bemerkung auf das an, was Herr Ackermann eben zum Schluss gesagt hat. Ich persönlich, nicht ausgebildete Finanzwissenschaftlerin, neige dazu, Ihrer Argumentation zu folgen, die ja nicht nur von Ihnen, sondern von vielen betrieben wird. Ich habe es aber in meiner politischen Arbeit noch nicht erlebt, dass parallel zu einer Veranstaltung wie hier und dieser Argumentation eine sich auch für eine Fachwelt haltende, ähnliche Gruppe 180 Grad andere Thesen vertritt. Und Sie können sich vorstellen, wie für uns als die Politikerinnen und Politiker, die das jetzt zu entscheiden haben, diese Situation extrem schwer ist. Sind immer die Innovationen der Banker, die letztlich in der Krise enden. Denn offenkundig sind diese kühnen Erfinder mit neuen Geschäftspraktiken, bei Law der Kreditkauf, später das Optionsgeschäft, irgendwie geblendet von der Erfindung, dass sie das in der Erfindung enthaltene Pulver, das Risiko, nicht richtig einschätzen. Und irgendwann explodiert das Pulver, das Risiko, und dann erweist sich die Innovation als das Gegenteil eines Fortschritts, nämlich als Katastrophe. Und damit sind wir sehr nah an der Gegenwart. Was ist denn heute die Innovation, die uns in diese Krise gestürzt hat? Meine Damen und Herren, es ist nicht mal eine, es sind, wenn ich richtig zähle und Sie mit mir, mindestens drei, vielleicht sogar vier. Die erste Innovation des modernen Banking ist die Entdeckung der aufsichtsfreien Finanzzentren und die Bildung eines Interbankenmarktes. Eines Interbankenmarktes, an dem jede Bank, die dort registriert ist, die andere anpumpen kann. Meine Damen und Herren, das war ein wunderbares Geschäft, denn die Banken koppelten sich damit ab. Erstens von der Aufsicht. Zweitens von ihrer eigenen Zentralbank, die brauchten sie ja nicht mehr. Die Korrespondenzbank ersetzte die Zentralbank. Man nahm den Kredit da auf, statt zu den festen Regeln einer Bundesbank oder europäischen Zentralbank. Und man erklärte den Sparer für überflüssig. Denn der Sparer ist der traditionelle Geldlieferant einer Bank. Aber die Banken, und das ergab sich aus Innovation 1, machten auch noch eine Innovation 2. Sie erfanden ganz neue Wertpapiere. Zwar wissen wir heute, dass diese Wertpapiere Unwertpapiere sind, aber das war bei der Erfindung ja auch noch nicht so bekannt. Diese Papiere heißen fantastische Namen, die es bisher nicht gab, Derivate. Asset-Backed Securities, ABS, Collateral Debt Obligations, CDO, Credit Default Swaps, CDS. Mit diesen fantastischen klingenden und so fachmännisch klingenden Papieren sicherte man die Bankschulden ab und gleichzeitig legte man das aus dem Verkauf dieser Wertpapiere erzielte Geld lukrativst, nicht nur plural, sondern superlativ an den Börsen an und trieb die Aktienkurse in die Höhe. Und noch jemand müssen wir in dieses Spiel der Innovationen einbeziehen. Kreditaufsichtsämter stützen sich ja nicht nur auf einfache Bilanzunterlagen, sondern geprüfte Bilanzunterlagen. Es gibt die Wirtschaftsprüfer und vor allen Dingen es gibt die internationalen Ratingagenturen. Meine Damen und Herren, der Prüfer wurde zum Komplizen. Und diese Ratingagenturen sind, man muss schon fast sagen, das schlimmste Kartell der neueren Finanzgeschichte. Es gibt deren drei große. Standard & Poor, Moody's und Fitch. Ja, aber wir haben noch eine Innovation, eine dritte.
Obwohl man nun also diesen fabelhaften Markt hatte, obwohl man die fabelhaften Bewertungen hatte, musste man ja immer damit rechnen, dass gelegentlich der Verkauf der neuen Unwertpapiere irgendwie stockte. Märkte sind ja nicht nur in guter Laune. Es könnte also passieren, dass man manchmal auf den Papieren sitzen blieb und da musste man irgendetwas finden, um solche Zufälle, die unangenehm sind, zu vermeiden. Und man fand es. Man fand das Special Purpose Vehicle, die Zweckgesellschaft. Man gründete eine Gesellschaft, die in Wahrheit natürlich eine uneheliche Tochter der Bank war, aber als solche nie in Erscheinung trat. Sie wurde als Kunde deklariert. Diesem Special Purpose Vehicle, diesem SVP, übergab man einen Großteil der neuen Finanzprodukte. Die hatte natürlich kein Geld, also gab man ihr Kredit. Die kaufte, wie also im Fall von John Law, die Papiere, die sich inzwischen als Schrott herausgestellt haben, als toxischer Giftmüll, kaufte die auf Kredit. Und damit war dieser Teil des Risikos aus der Bilanz unserer Bank. Sie hatte eine saure Bilanz. Unter uns gesagt, ich halte große Teile der internationalen Finanzwelt für verbrecherisch. Was da passiert, halte ich für ein Verbrechen. Das ist nicht nur ein Verstoß gegen die guten Sitten, sondern es ist ein Verstoß gegen alles, was uns, zumindest in diesem Teil der Welt, hoch und heilig ist. Dass einige wenige sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichern, und zwar so weit bereichern, dass sie gar nicht mehr wissen, wohin mit dem ganzen Geld, das halte ich für ein Kapitalverbrechen. Da können Sie mal nachgoogeln, was Kapitalverbrechen im Deutschen alles so bedeutet. In diesem Fall ist es wirklich ein Verbrechen mit Kapital und für Kapital und wegen Kapital. Das halte ich, nach Augenschein zumindest für mich, für das perfekte Verbrechen. Was da in den letzten Jahrzehnten passiert ist, das ist Perfektion. Und zwar in Reinkultur. Strukturen, die sich aufgebaut haben, die nichts anderes machen, als nur Geld zu vermehren. Und dieses Geld sucht dann wieder Anlagen, um sich zu vermehren. Inzwischen werden Billionen in einem virtuellen Markt gehandelt, den keiner mehr beherrscht. Da handeln Computer mit Computern. Da wird Geld aus dem Nichts heraus erzeugt, obwohl man immer weiß, von nichts kommt nichts, also ganz so kann es nicht funktionieren. Das ist möglicherweise die Realisierung des perfekten Verbrechens. Was passiert, wenn der Crash kommt? Bei diesem Crash sind wir eben von den beiden Krisenherden ausgegangen, haben aber den Finanzcrash als wahrscheinlicher angesehen. Und zwar deswegen, weil wir zunehmend erkannt haben, dass die Geldmengenvermehrung, die immer ungehemmtere Geldmengenvermehrung, eben seit der Auflösung des der Goldbindung entstanden ist. Das heißt, Geld wurde immer mehr gedruckt. Und diese Krise, die verstärkte sich ständig. Als wir allerdings 2002 das Buch herausbrachten, wurde ich übel beschimpft. 5 Jahre lang war ich der Unbeliebteste bei den Funktionären, bei den Politikern, bei den Bankstern und so weiter, die mich als Spinner bezeichneten. Das heißt, damals hat überhaupt keiner damit gerechnet, dass die Krise kommen könnte. Entsprechend haben damals mit einem Goldpreis von $250 die Leute alle gesagt, geht da raus, lasst die Finger davon, das Gold kann nur fallen. Ihr müsst in Finanzwerte gehen, die steigen. Die stiegen damals tatsächlich. Und zwar ungeheuer, weil ja die Geldmenge auch wuchs. Und da man das nicht gesehen hat, weshalb sie wuchs, sondern da die Leute geglaubt haben, wenn ich mehr Geld in der Hand habe, ganz egal was das wert ist, dann bin ich reicher, ist eigentlich alles in die Finanzanlagen gedrängelt. Und hat sich dann auch, wie wir es vorausgesagt haben, mit den Finanzanlagen die Finger verbrannt. Wir haben dann in einer zweiten Untersuchung über den Geldbetrug das Ganze noch einmal systematischer dargestellt. Und dieses Buch ist 100.000-fach in der ganzen Welt verbreitet worden und hat im Grunde zum Vertrauensverlust des Dollar geführt. Denn wir haben dargestellt, dass das Geld, insbesondere der Dollar, im Grunde eine Wechselreiterei war.
Man hat immer die Dollar, die bestehen, mit weiteren Dollar unterlegt und hat die Menge immer vergrößert. Man hat in 35 Jahren die Geldmenge vervierzigfacht bei nur vervierfachter Gütermenge. Es hat sich also über dem normalen Wachstum der Gütermenge eine ungeheure Blase von nicht gedecktem Geld, von nur gedrucktem, nicht gedecktem Geld entwickelt. Und das war das Problem. Und als das nun bekannt wurde, dass die Federal Reserve Bank ja keine staatliche, sondern eine private Bank ist, die zum Nutzen ihrer privaten Eigentümer diese Betrügerei da machte, da fingen die Leute an, es zu wahrscheinlich zu halten, dass das nicht mehr gut gehen könnte. Und das ging auch dann nicht mehr gut, als die Immobilienblase platzte. Und das war der Anfang einer Korrektur, die ohnehin kommen musste. Ich glaube, dass es mehr gesehen haben als nachher, als es damals zugaben. Inzwischen haben sie alle gesehen, wie es immer so ist, wenn eine Entwicklung eintritt, behaupten alle, sie hätten es gesehen. Aber dass das nicht gebracht worden ist, hängt damit zusammen, dass die internationalen Banken ein großes Netzwerk sind. Und dieses Netzwerk hat nicht nur diese Betrügerei durch die private Fed gemacht, die Eigentümerbanken haben das praktisch gemacht, sondern sie haben auch nicht gewollt, dass das erkannt wird. Sie haben Desinformation betrieben, denn denen gehört auch die Weltpresse im Wesentlichen. Und insofern hat die Weltpresse immer das gebracht, was die wollten. Dass die Ratingagenturen das auch so gemacht haben, ist gar kein Wunder, denn zufälligerweise gehören die Ratingbanker den gleichen Täterbanken. Und insofern hat eine Tür neben der anderen da mitgearbeitet. Und das war wirklich ein Weltgeldbetrug. Und der Weltgeldbetrug ist nur deswegen so lange verdeckt geblieben, weil die Amerikaner diese unvorstellbare Geldmengenvermehrung nicht im Lande gehalten haben, sondern in die ganze Welt gepumpt haben. Die ganze Welt hatte dadurch eine Scheinblüte. Alles war happy, es geht weiter, es boomt. Es boomte tatsächlich, aber in monetärer Hinsicht. Und es wurden unvorstellbare Geldgeschäfte gemacht, immer stärkeren. Es wurden ungeheure Kredite gegeben. Geld zu bekommen und Geld anzulegen war im Grunde das Geheimnis von Wohlstand. Man konnte Vermögen, wenn man glaubte, dass das Geld Vermögen ist, eben nur mit Finanzanlagen oder am meisten mit Finanzanlagen realisieren. Und in diesen allgemeinen Glückszustand wollten die Banken natürlich ihr Geschäft nicht verderben und haben deshalb diesen Glückszustand, ich glaube, vorsätzlich aufgehalten. Allerdings muss ich sagen, ich habe hier mit vielen Bankern gesprochen, die mich auch beschimpft haben. Die waren so doof, die haben das überhaupt nicht erkannt. Ein großer Teil der Banker hat nicht vorsätzlich mitbetrogen, sondern sie sind auch betrogen worden. Sie sind zu dumm gewesen, diese Entwicklung einfach zu erkennen. Ich werde nicht vergessen, wie während meines Urlaubs im Sommer 2007 der heutige Bundesbankpräsident mir eine SMS schickte und sagte, die IKB ist in Schwierigkeiten. Und ich kurz vor Beginn einer Oper in Salzburg zurückfragte, was ist die IKB? Es war nun nicht sozusagen Ausdruck meiner unbedingten kleinen, detaillierten Sachkenntnis, aber die IKB war nie auffällig geworden. Sie hatte gut funktioniert und das war sozusagen mein Einstieg in eine völlig neuartige Beschäftigung, die von bis dahin ja keiner von uns so, außer wenn er Fachmensch war, gepflegt hatte.